Meghan Markle, so krempelt sie ihr Leben für Prinz Harry um. 1,18 Millionen Euro für Meghans Haus. Die Beziehung von Meghan Markle und Prinz Harry ist alles andere als gewöhnlich. Schließlich will die ganze Welt wissen, was bei den beiden passiert. Nun nach der Verlobung verändert sich einiges für die Amerikanerin. Nachdem sie bereits ihren Job bei der Serie Suits aufgegeben hat, folgt nun ein weiterer Teil ihres Lebens. Sie hat ihr Haus in Toronto verkauft. Damit ist sie vollständig zu ihrem Verlobten in den Kensington Palast in London gezogen. Für 1,18 Millionen Euro wurde ihre Villa verkauft. Weihnachten mit den Royals. Meghans Bemühungen scheinen Früchte zu tragen. Denn sie darf gemeinsam mit der britischen Königsfamilie Weihnachten feiern. Eigentlich dürfen Partner erst nach der Eheschließung die Festtage auf Schloss Sandringham Huse mit der Queen verbringen. Dass Meghan trotzdem kommen darf, ist also eine große Ehre. Die Frau von Prinz William, Herzogin Kate, durfte 2010, trotzdem sie bereits verlobt waren, nicht an den Feierlichkeiten teilnehmen.